Herzlich willkommen aus Omaha, wo an dem Wochenende, an dem wir hier sind, wieder die Hauptversammlung oder das Shareholder-Meeting von Warren Buffett stattfindet. Warren Buffett hat es nicht hierher geschafft, aber unter Value-Gesichtspunkten habe ich seinen deutschen Statthalter quasi hier vor die Kamera von Value Dach, wo ich als Gastmoderator präsentieren darf, bekommen. Mein Name ist Tobias Kramer. Wer ExtGeldTV nicht kennt, kann mich da öfter sehen. Heute zusammen mit Hendrik Leber und im Gespräch über das Thema, was wir hier so ein bisschen sehen, Mobilität, aber eigentlich soll es ein bisschen stärker auch um Elektromobilität gehen. Wie lange sehen wir sowas noch, was da so steht? Ja, das wird wahrscheinlich schlagartig überschwappen in ein paar Jahren, weil die Kosten für das Elektroauto runterkommen werden. Wenn wir uns das Ding mal angucken hier, da haben wir mindestens 500 Kilogramm für den Motor, für das Getriebe. Und beim Elektroauto geht das auf ein Viertel etwa runter. Das heißt, da habe ich noch etwa 100, 150 Kilogramm. Und da ist dann auch das kleine Getriebe dabei, da ist der elektrische Antrieb und der Inverter dabei. So, das heißt, die 75%, die hier nicht mehr in dem Motorraum sein werden, ist die Wertschöpfung, die nicht mehr stattfinden wird. Das heißt, es vereinfacht sich in der Produktion, es wird viel, viel kleiner und leichter. Es wird wahrscheinlich billiger unterm Ende. Und wenn der Punkt mal kommt, speziell gerade in Deutschland, bei uns geizigen Deutschen, wenn das Elektroauto wegen seiner Einfachheit mal billiger wird, werden die Deutschen sehr schnell umschalten auf das Elektroauto. Ich denke mal zurück an die Zeit von den Digitalkameras und ich habe so verfolgt, wie lange waren die Regale noch gefüllt mit den alten Apparaten, mit den Fotoapparaten und nach wie vielen Jahren war es vorbei damit und nur noch Digitalkameras. Und die gibt es ja fast auch nicht mehr, weil jetzt mittlerweile jeder nur noch mit seinem Handy fotografiert. Ja, das waren 2 Jahre Übergangszeit etwa. Und ich denke mal, das wird extrem schnell gehen bei dem Elektroauto. Engpass werden natürlich die Fertigungskapazitäten. Die kann man so schnell nicht aufbauen, wie der Publikumsgeschmack dem hinterhergeht. Warum ist das ein Problem? Einfach Physik. Wenn Sie mal überlegen, wie viele Millionen Leute heute in der Autoindustrie beschäftigt sind und bei den Zulieferern und bei den Zulieferern der Zulieferer, bis die ganze Branche mal umgeschwenkt hat und das sich umgestellt hat, müssen riesige Kapazitäten aufgebaut werden. Aber die bauen auch noch ein Auto zusammen. Und ich meine, der kleine, wenn wir jetzt mal auf den Tesla-Motor, den ich zumindest mal gesehen habe, der ja wirklich nur so groß ist, um dann irgendwie 600 Horsepower da rauszukitzeln, der muss sich doch einfach verbauen lassen. Das kann doch nicht das Problem sein eigentlich. Genau, und die Anbieter werden auch andere sein, als sie es heute sind. Die werden gar nicht mehr unbedingt in Deutschland sitzen. Ich gehe nochmal zurück auf etwa 11 Jahre zurück. Ich meine, es wäre 2007, 2008 gewesen, hier in Omaha. Da war von BYD das Elektroauto in der Exhibition Hall der Hauptversammlung. Ich habe gedacht, was für eine Spinnerei ist das Ganze denn? Da waren die kleinen Batteriepacks und so weiter. Und ich dachte, da ist nun wirklich der Charlie Munger mal einem Chinesen richtig auf den Leim gegangen. Und jetzt, etwa 12 Jahre später, wird das Elektroauto mit Wucht kommen. Tesla, wir haben gerade hier Passanten erlebt, die sagten, ich habe noch nie einen Tesla gesehen. Kalifornien ist voll mit den Teslas und ab Ende des Jahres kommen dann auch die Deutschen mit großen Stückzahlen. Wenn jetzt gerade Tonprobleme sind, dann liegt es daran, dass nicht ein Tesla gerade vorbeigefahren ist, sondern ein alter Diesel. Lastfahrzeug, was ordentlich Krach macht. Hier rumpelt es auch noch so richtig. Das muss man mal kurz erklären und diese Unterbrechung natürlich auch nutzen. Genau. Also da passiert eine ganze Menge. Die Deutschen geben jetzt richtig Gas. Die Zuschauer von ExtGeldTV, wir hatten es da in einigen Sendungen schon mal, dass ich ganz gerne von diesem Dreiklang spreche, der auf die Automobilindustrie zukommt. Also zum einen natürlich die Antriebstechnik, da geht der Trend Elektromobilität hin. Das zweite Thema ist die Batterietechnologie. Und die praktisch unten drunter liegt. Genau. Das ist ja wie eine Plattform, auf die und jetzt die Autos aufgebaut werden. Und das Thema autonomes Fahren. Das alles sind so die drei wesentlichen Herausforderungen, die auch der Automobilindustrie aus unserer Sicht in den Sendungen zukommt. Wie schätzen Sie diesen Dreiklang ein? Ja, da gibt es vielleicht noch ein weiteres Element. Das ist nämlich das ganze Thema der Abrechnung. Wie rechne ich eigentlich ab? Ownership. Wem gehört das Auto? Miete ich das nur vielleicht für die Strecke von A nach B, für die 3 Kilometer? Also die ganze Uber- und Lift-Welt, die auch dazu kommt. Ich benutze das Auto vielleicht nur noch für die kurzen Strecken, die ich brauche. Und sonst habe ich gar kein Auto mehr. Also die jüngere Generation will ja gar keinen Besitz mehr haben. Für die bedeutet ein Mercedes, ein Porsche bedeutet ja überhaupt gar nichts mehr. Da kommen also 3 Dinge zusammen, die Branche massiv verändern werden. Gehen wir nochmal zu dem autonomen Fahren. Wenn wir hier mal gucken, hier haben wir wahrscheinlich überall Sensoren an diesem Auto. Die sind verschmutzt, hat mir das Auto irgendwann unterwegs erzählt, okay. Aber hier ist auch noch nicht so viel Funktionierendes drin. Der dürfte so 100 bis 150 Sensoren haben. Da haben wir praktisch so Ultraschall hier vorne für den Abstand. Wir haben wahrscheinlich eine kleine Kamera, da oben ist eine Kamera eingebaut. Wir werden ein paar Jahre LiDAR drin haben, um Distanzen zu messen. Das ganze Ding ist vernetzt mit den Satelliten, um die Position zu finden. Braucht dafür auch natürlich Mobilitäts-
Dienstleistungen, die schnell sind? Ganz genau, wir brauchen 5G natürlich, also idealerweise 5G, damit er sich zurechtfinden kann, hat eine elektronische Karte drin und rechnet dann möglicherweise die Kilometer, die er dann mit GPS gesteuert gefahren ist, 1:1 ab, ob mit Fahrer oder ohne Fahrer, das Ding bringt mich ja selber schon ans Ziel. Jetzt dürfen wir nicht, ich glaube, die Technik ist sehr, sehr weit. Es braucht eine Zeit, bis die in Breite kommt. Und dann wird irgendwann der Punkt auch kommen beim selbstfahrenden Auto, dass wir Menschen nur noch stören. Ja? Also wir fahren auf die Autobahn, beschleunigen und da geht so ein Strom an gleichmäßig vorbeifahrenden Autos vorbei, wo die Leute lässig drin sitzen und wir wollen noch beschleunigen dazwischen und sind eigentlich vollkommen fremd in dieser autonom fahrenden Welt. Ich freue mich persönlich schon sehr drauf, weil wir wollen heute Abend noch einen trinken gehen und wie kommen wir dann wieder zurück? Das heißt, es wird also mehr als ein. Also über die gesetzliche Grenze hinaus. Zwei, drei, ganz genau, ganz genau. Das sind Dinge, die unausweichlich kommen. Es ist schade, dass die Deutschen und die Japaner so lange gebraucht haben, bis sie das verstanden haben. Die Deutschen, ich denke einfach 20 Jahre zurück, Wasserstofftechnologie von BMW, da hat man mal so ein Auto hingestellt, das war dann irgendwie ein bisschen undicht nach einer Zeit, weil der Wasserstoff dann rausdiffundierte. Das hätte es auch werden können. Oder die Brennstoffzelle hätte es auch werden können. Jetzt haben die Chinesen gesagt, wir geben Gas, wir setzen riesige Batteriekapazitäten dahin. Tesla hat die Bresche gemacht, die Chinesen gehen in diese Bresche hinein und die Deutschen und Japaner schauen jetzt mal, wie sie da hinterherkommen. Und die sagen es ja auch immer wieder, also was man in China eben auch manchmal erlebt, wenn man da langläuft. Also mich hat es letztes Jahr in Peking total gerissen, als ich auf einmal gemerkt habe, die Roller, die dort fahren, die fahren alle inzwischen elektrisch. Dadurch ist die Lautstärke, die man in einer Stadt erlebt, geht wesentlich runter. Das wird neue Anforderungen an Fußgänger im Übrigen auch stellen. Aber wenn wir über die Autos reden, dann müssen wir natürlich immer noch mal auf Deutschland zurückkehren. Denn in Deutschland ist das ein wahnsinniger Arbeitsplatzfaktor, ein Arbeitsplatzgarant, ja. Zumindest in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Und so dieses Thema der Umbrüche, der Tipping Points, die im Übrigen auch auf der Arcades, auf dem Arcades Internetauftritt auf YouTube durch einen Vortrag von Lars Thomsen hervorragend erklärt wird, dieser Punkt, wie Umbrüche geschehen. Also da mal reinschauen, das ist ein einstündiger Vortrag, der sich sehr, sehr lohnt. Der steht jetzt ja da bevor. Was wird das dann für die deutschen Automobilhersteller aus Ihrer Sicht bedeuten? Die werden das schon noch hinkriegen. Aber der Premium-Aspekt, der geht verloren. Also ich meine, heute hat Mercedes einfach hier einen wunderbaren Ruf in den USA. Precision Engineering aus Deutschland, das ist doch was. Ein Elektroauto kann im Grunde jeder bauen. Klar, man muss Fertigung können. Aber ob ein Chinese das baut oder ein Deutscher, wo ist dann nachher noch der Unterschied? Das surrt einfach leise. Die Batterien, da gibt es noch Qualitätsunterschiede, aber am Ende sind alle Batterien gleich. Die Technik kommt dann von, keine Ahnung, von Google oder von wem auch immer. Das heißt, die Differenzierung der Deutschen fällt weg. Und nochmal die Auswirkungen auf die Industrielandschaft Deutschland. Die Teile brauche ich alle nicht mehr. Die ganzen deutschen Hersteller, die diese Teile bauen, haben einfach ein Problem, weil ihre Leute nichts mehr zu tun haben. Und die deutschen Maschinenbauhersteller, die diese Fräs- und Drehmaschinen herstellen, die wiederum hier zu notwendig sind, die brauchen es auch nicht mehr. Und die Banken, die diese Hersteller oder Vorproduzenten finanziert haben, die haben das Geld ausgeliehen an eine Fabrik, die ich nicht mehr brauche. Das wird gravierend. Wann wird man die nicht mehr brauchen? Haben Sie eine zeitliche Einschätzung? Ja, im Moment ist es noch nicht zu sehen. Aber was ich gehört habe, die ersten Entwicklungsaufträge kommen schon nicht mehr. Von den Volumina wird es wahrscheinlich länger dauern, als wir glauben. Also 2025 wahrscheinlich noch nicht flächendeckend. Wahrscheinlich wird jeder ein voll elektrisches Angebot haben, ein voll autonomes Angebot. Aber die Menge der Autos wird noch nicht lieferbar sein. Lars Thomsen, den Sie ja bei sich zu Gast hatten und hat jüngst in einem Vortrag zum Inhalt gehabt, das Total Cost of Ownership, den Begriff, den Sie ja auch im Grunde genommen schon angesprochen haben, jetzt beim Elektrofahrzeug günstiger sind mit dem Model 3 in dem Bereich, wenn man was ähnlich motorisiert haben will, dass damit quasi jetzt im Jahr 2019 der Tipping-Punkt für Elektromobilität, muss ja gar nicht auf Tesla nur reduziert bezogen sein, erreicht ist. Und da stehen die Deutschen aber dann, und übrigens auch die französischen Automobilhersteller, die italienischen Automobilhersteller, sehr schlecht. Auch ein amerikanischer, ein großer Ford ist da, glaube ich, auch sehr weit hinten dran. Ja, GM ist da sehr führend an der GM, Stelle. Ja, genau. Absolut, GM, andere Baustelle, aber Ford, die ja durch die Finanzkrise auch durchgekommen sind. Addieren wir nochmal die Komponenten zusammen. Ja. Hier dieser Block, ich habe keine Ahnung, sagen wir 5.000 Euro oder Dollar. Das Ganze auf elektrisch 1.500. Das heißt, ich habe 3.500 Dollar oder Euro frei, die ich für die Batterie ausgeben kann. Wenn die Batteriekosten unter einem bestimmten Punkt fallen, wird die gesamte Summe kleiner als das bisherige Auto. Also dann ist der Ersparnispunkt da. Man sagt immer etwa pro
wenn wir bei $100 pro Kilowattstunde Batteriekapazität sind, an der Stelle ist dann das Elektroauto kompetitiver als das konventionelle Auto. Das ist aber nur ein Teilaspekt. Die Batterietechnik, die Sie gerade ansprachen, die geht ja nicht nur für das Auto. Wenn ich Solaranlagen habe oder Windenergie, dann kann ich die mittags reinsteuern in meine Batterie, die vielleicht im Auto liegt oder vielleicht in der Garage, hat den Strom abgespeichert, praktisch kostenlos und kann den abends in das Auto wieder überführen oder in den Haushalt überführen. Das heißt, meine ganzen Netzstrukturen der Stromversorgung ändern sich ganz deutlich. Ich schaue fast jeden Tag drauf auf diese Website Energy Charts und gucke, wo kommt eigentlich der Strom in Deutschland gerade jetzt her. Energycharts.was? .de oder ich glaube .de. Okay. Ist eine, ich glaube vom Fraunhofer-Institut okay. in Deutschland. Da kann ich praktisch Stunde für Stunde sehen, wo wird der Strom erzeugt, wird exportieren wir, importieren wir gerade im Moment. Wo kommt der her, aus welchem Braunkohlekraftwerk und so weiter. An wenigen Tagen kommen 40% des deutschen Stroms aus der Windenergie. Und in der Mittagsspitze haben wir immer auch so ein bisschen Sonnenanteil, der aber nicht sehr wesentlich ist. So diese Wellenbewegung, wenn ich die einfach mittags rausnehmen kann, irgendwo in die Elektrobatterie unten rein oder in die Garage irgendwo zwischengespeichert, habe ich das Ganze geglättet. Ich brauche viel weniger Stromerzeugungskapazität. Also das ist nicht nur das Elektroauto, da ist ein ganzes Netz von Folgeeffekten, der hinten dran hängt. Wie schätzen Sie jetzt mal von den Automobilherstellern, die wir jetzt, glaube ich, auch mal genug kritisiert haben an der Stelle, wir kommen gleich noch auf Aktien, über die wir auch reden, aber wie sehen Sie dann dieses Bild, was von der Politik in Deutschland nicht gemacht wird? Auch die Politik in Deutschland, da könnte ich ja tagelang drüber sprechen. Die Politik verwaltet derzeit die Vergangenheit und es ist wirklich ein Versäumnis. Ich denke einfach an die IAAs der letzten 20 Jahre zurück. Immer mal ein Elektroauto, Wasserstoffauto, Brennstoffzelle, wir können alles. Aber wir wollen nicht. Die Chinesen haben gesagt, wir wollen. Und die haben für dieses Jahr eine Quote sich vorgegeben von etwa 10% elektrischer Autos. Nächstes Jahr 12%. Das heißt, die forcieren das mit Gewalt und werden dadurch Weltmarktführer werden. Und die Politik verwaltet die Vergangenheit. Also klar, die deutschen Autohersteller werden sich anpassen, aber eine führende Rolle nimmt Deutschland dann nicht ein. Also dieses Thema Made in Germany wird zumindest im Automobilbereich, wenn es das nicht schon durch die Dieselkrise getan hat, nochmal signifikant runtergehen, weil die cooleren Fahrzeuge möglicherweise in der Tat von Google, Apple, Tesla, weiß ich, BYD, vielleicht kommt es aus Singapur, China, keine Ahnung, aus Samsung, von Dyson, von dem Staubsaugerhersteller Dyson, der ja auch Elektroautos bauen möchte. Nicht, dass wir in Deutschland schlecht ausgestellt werden. Ich meine, vieles von der Technik, ich denke an die ganze Sensorik, die von Continental kommt. Ich denke an die Halbleiter, die von Infineon kommen. Auch in der Batterietechnik wird Deutschland Anstrengungen unternehmen und da vielleicht wieder möglicherweise wieder einen führenden Platz einnehmen können. Ich höre, dass die chinesische Batteriequalität... Aber da muss schnell Geld kommen. Da muss dann schnell Geld rein, damit und man das auch klar, kann. Ein klares Kommentar. Wir haben ja in Frankfurt auf der Strecke nach Darmstadt haben wir ja diese Oberleitungen, also diese sozusagen Trolleybus-Stromversorgung für LKWs. Und Daimler hat gesagt an die Politik, ich übersetze das mal in Deutsch, bitte lasst uns mit diesem Kram in Ruhe. Bis ihr mal so weit seid, ist das technologisch schon längst vorbei. Das heißt, auch wenn die Politik jetzt wollte, sie ist viel zu langsam, um diese Trends noch zu verstärken. Ja, sie können mal eine Batteriesubvention geben, aber bitte eigentlich raushalten. Die deutschen Autohersteller selber müssen da Gas geben. Und auch eine Firma wie Bosch ist exzellent aufgestellt in diesem Thema. Batterietechnik nochmal. Ich habe ja einige Aktien in diesem Bereich. Und wir haben ein Investment in einem Separatorenhersteller. Das ist die Trennschicht zwischen Kathode und Anode in der Batterie. Die Maschinen dafür, für die Herstellung, kommen aus Deutschland, weil kein anderes Land der Welt die Präzision liefert. Und sie liefern jetzt die Sachen, sagen deutlich, nach Europa stärker, weil in Europa die Fertigungsqualität eine bessere ist. Chinesische Batterien, die verpuffen manchmal und verbrennen und explodieren. Also da kann es sein, dass wir mit unseren deutschen Herstellungstechniken doch noch einen kleinen Vorsprung haben können oder noch halten können. Aber in einem Bereich, der eben wesentlich weniger Arbeitsplätze auch bereitstellen wird, selbst wenn es dann unter weltweiter Volllast quasi läuft, als es im Moment in der Automobilindustrie, in so Werken wie in Wolfsburg, in Ingolstadt, in Stuttgart an den verschiedenen Stellen. Ich habe die Frage gestellt an VW, was macht ihr eigentlich mit dem Getriebewerk? Ich glaube, das ist in Kassel, soweit ich weiß. Und die sagten, naja, Getriebe, das ist ein Gehäuse und da dreht sich was drin. Da können wir auch Elektromotoren herstellen. Ich fand die Antwort eine Spur zu flapsig. Denn die Herstellung eines Elektromotors erfordert ganz andere Fähigkeiten, auch Technologien, also bezüglich der Magnete, der Wicklungen und so weiter. Das kann ich nicht einfach mal so umschalten. Wie sieht es mit den Aktien aus? Also wenn wir jetzt an BMW, die Herr Kuhn hat ja offensichtlich seit heute, wir nehmen dieses Interview am 1. Mai auf,
seit heute der Meinung ist, die enteignen zu wollen, wie auch immer, also BMW-Aktien, Daimler-Aktien, Volkswagen, davon noch in auch einer signifikanten Gewichtung in den Portfolios enthalten oder davon komplett verabschiedet oder nahezu komplett verabschiedet? Ich selber habe seit 2 Jahren ungefähr keine mehr von den Deutschen. Auch nicht in den Fonds? Nee, in den Fonds nicht. Wie gesagt, ich glaube, die Deutschen kriegen das hin. Ich möchte nur nicht diese Schmerzensphase des Übergangs mitmachen. Also VW ist, glaube ich, da führend. Die geben wirklich Vollgas. Aber die ganze Transformation, die ganzen Sozialpläne, die es da geben wird, kosten einfach so viel Geld. Da warte ich doch lieber, bis die kompetitiv am Markt wieder sind. Also da den Boden auch bei der Aktienkursentwicklung abwarten. Genau, ist meine persönliche Einschätzung, ja. In dem Glauben, dass diese Firmen auch überleben und dann zumindest noch immer einen ordentlichen Marktanteil haben, weiterhin mit dabei sind. Tolle Firmen, aber ich setze lieber auf die Firmen, die heute schon ausgerüstet sind. Welche sind das? Welche sind die Aktien, die man stattdessen haben sollte oder die Sie besonders stark gewichtet haben bei sich? Gut, Sie wissen, ich kann keine Empfehlung abgeben, aber ich kann berichten, was wir haben, was wir haben in den Fonds. Ich habe gesagt, ich möchte die Wertschöpfungskette abbilden. Das heißt, ich habe einen Lithiumanbieter aus Chile. Mhm. Ich denke, es geht nachher um die Kosten. Der Markt, die sagen selber, wird sich verzehnfachen in den nächsten Jahren für Lithium. Dann nehme ich doch den billigsten Anbieter, das ist die SQM aus Chile, weil die aus den Salzlaken praktisch... Was heißt billig? Es gibt 2 Fertigungstechniken für Lithium. Das eine ist aus Gestein, das rauszulösen. Das andere ist praktisch das aus der... Das Unternehmen, was billig ist. SQM. Genau. Was heißt bei dem Unternehmen billig? Was haben die Ich meine die Fertigungskosten. Okay. In einem Wettbewerb suche ich mir die Firma aus, die am billigsten Lithium fördern kann. Mhm. Und da gehört SQM auf alle Fälle dazu. Mhm. Dann gehen wir mal weiter. Dann habe ich den Separatorenhersteller. Das ist die Firma, die praktisch zwischen Kathode und Anode diese Trennschicht baut. Ist ein langweiliges Geschäft, aber die haben einfach ihre Umsatzprognose für dieses Jahr mal verdoppelt. Mhm. Auch nicht schlecht. Das ist die W-Scope aus Japan, die ihre Fertigung in Korea hat. Mhm. Gehen wir mal weiter. Ich habe die BYD, weil es einer der großen Batteriehersteller ist der Welt. Charlie Munger ist da investiert, also Berkshire Hathaway ist da investiert. Die sind der größte Hersteller von Elektroautos, Elektrotaxis, Elektrobussen, drittgrößter von Elektrobussen und einer der großen Batteriehersteller in der Welt. Da liege ich auch nicht ganz verkehrt. BYD macht, glaube ich, auch ganze Mobilitätssysteme in bestimmten Bereichen an Flughäfen. Ja, auch Schnellbahnen und solche Geschichten. Und eben auch Busse. Busse sind übrigens der größte Elektromarkt im Moment der Welt. Ich glaube, 250.000 chinesische Busse sorgen dafür, dass die weltweiten Emissionen schon um 0,25% gefallen sind in den letzten Jahren. Davon kriegen wir in Deutschland ja gar nichts mit. Dann die Firma Nidec. Das ist praktisch das japanische Gegenstück zu Bosch. Die machen die Elektromotoren. Heute machen sie Lüftermotoren für PCs. Die machen Elektromotoren fürs Auto. Ich hatte die gefragt, Bosch kann das auch, was könnt ihr denn besser? Sie sagten, unsere ist leichter und unsere ist früher am Markt. Kunde natürlich chinesische Anbieter, ne? Die liefern erstmal nach China, bevor sie an Deutschland denken. Ist ja näher dran. Ja, und interessant auch, die haben jetzt einen Motor vorgestellt, beziehungsweise 4. In jedem Rad ist einer drin. Mhm. Da brauche ich also auch diese Zentrale halt nicht mehr. Ich sehe den Motor gar nicht mehr, weil er in den Rädern praktisch... Weil sie auch sehr, sehr klein sind. Ja. Wenn ich dann 4 Motoren habe, dann sind die wahrscheinlich noch wirklich so faustgroß. Ja, noch zu schwer, also für ein schnellfahrendes Auto nicht geeignet, aber in der Entwicklung und die werden auch leichter werden. Dann Batterienrecycling. Dann war immer Deutschland das große Thema. Wie machen wir das denn mit dem Recycling? Die belgische Firma Umicore schmilzt das Zeug wieder ein. Ja, der ganze Kobalt, das also dreckig aus dem Kongo gewonnen wird, wird wieder recycelt und wiederverwendet. Also da habe ich den Kreis geschlossen. Dann denke ich eben an die Steuerungselektronik. Da gibt es auf der Welt nur 2, 3 Hersteller, die die Elektronik haben, um die starken Ströme, die hier durchfließen durch Elektroauto, auch schalten zu können. Und das ist eben die Infineon dabei, die in ganz großartiger Position ist. Äquivalent dazu ist die NXP aus Holland. Die können das auch in ähnlicher Weise. Und ganze Elektronik, Vernetzung, das Auto muss ja bremsen, es muss ein ABS haben, es muss ein Stabilitätssystem haben, das kann Continental sehr gut. Und schließlich das Hirn des Autos, da habe ich die Nvidia. Das ist ja einer der großen Computerhersteller der Welt, Grafikkarten, Artificial Intelligence und so weiter. Und Nvidia hat für viele Autos die zentrale Steuerungseinheit, die alles koordiniert. Wie schätzen Sie da gerade jetzt die in den letzten Tagen aufgekommenen Meldungen aus der Tesla-Schiene ein mit der Selbstbeweihräucherung im Grunde genommen? Ja, was für einen tollen Chip Sie da gerade hingestellt haben, der aber, glaube ich, auch von Nvidia ganz positiv aufgenommen wurde. Ja, man muss erstmal sagen, ich glaube nicht, dass Tesla eine so große Zukunft hat. Tesla war bisher allein am Markt, hat auch Großartiges geleistet. Also diese Innovationskraft von Tesla ist gewaltig. Ich habe mir die Fertigung angeguckt vor 2 Jahren ungefähr und fand die nicht sehr optimal.
Das war ein ziemliches Durcheinander da. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die fertigen können. Ich muss aber Großserie bauen können. Und da glaube ich, dass Tesla sich da ein bisschen verhoben hat. Und ich glaube, dass Tesla eher dicke Probleme bekommen wird. Okay. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das ist aber kein Problem, weil ich habe noch eine Frage, ja, die mir dazu eingefallen ist, weil mir eine Sache gefehlt hat, oder? Ich habe sie überhört. Batteriehersteller. Ja. Was ist mit einer Samsung SDI oder mit anderen Unternehmen, ja, die in dem Bereich ordentlich herstellen können? Gut, da gehe ich jetzt mal auf die wirklich ganz Großen. Das ist eben Li Shen und Cuttle, also Contemporary CATL, also diese beiden großen Chinesen. Mhm. Cuttle ist davon der interessanteste, ist auch seit einem halben Jahr an der Börse, von den Volumina her. Dann habe ich die Koreaner, ich habe die Samsung SDI und die LG Chem. Ein bisschen illiquide, also ich tue mich schwer, sie zu kaufen in größeren Stückzahlen, weil die Märkte sehr, sehr dünn sind. Und Panasonic, das sind eigentlich die fünf Namen, die ich da erwähnen würde. Das war es dann eigentlich im Wesentlichen. Okay. Ja. Ich glaube, das reicht für einen Einblick in den Markt, den wir hier besprechen wollten, schon mal aus. Und damit könnten wir enden, wenn, es sei denn, Sie sagen noch eine Sache, die habe ich, weil ich den an den Faden wieder gedacht habe, oder die haben wir sonst noch nicht erwähnt. Den Faden kann man nur schließen. Es geht nämlich um die zentralen Steuerungseinheiten. Und ich kam auf Tesla, weil Tesla ein Ablenkungsmanöver gestartet hat mit diesem Chip, den sie haben. Der taugt sicherlich was. Der ist wahrscheinlich ähnlich gut wie der Nvidia-Chip. Es gibt ja im Prinzip die zwei Lager, das Nvidia-Lager und das Mobileye-Lager. Mobileye ist bei BMW, Intel in dem Umfeld gelandet, Nvidia macht einen großen Teil der anderen Hersteller und manche bauen ihren eigenen Chips. Es ist schon besser, wenn ich einen Hersteller habe, der 10 Millionen von den Dingern baut, als einen, der 500.000 baut. Und da hat einfach Tesla ein Volumensproblem an der Stelle. Der mag ja noch so gut sein. Nvidia hat letztes Jahr bemustert, die Pegasus-Zentraleinheit. Und wenn ich mir das angucke, wie das abläuft, ich bemustere mal so ein Modell, dann kommt das raus, läuft seine 10 Jahre oder vielleicht zukünftig nur noch 6 Jahre, solange bis die Zentraleinheit ihre Lebensdauer erreicht hat und dann kommt die nächste Zentraleinheit. Wenn ich mal drin bin bei den großen Autoherstellern der Welt, da werde ich auch nicht so schnell rausfliegen. Ich werde nicht mitten in der Fertigung nach 3 Jahren die Zentraleinheit austauschen, sondern lieber ein neues Modell bauen. Darum glaube ich, dass Nvidia eine sehr, sehr starke Stellung hat. So, dann haben wir den Schlusspunkt mit Nvidia noch gesetzt. Und das war Hendrik Leber aus Omaha bei Value Dach. Mein Name ist Tobias Kramer. Mehr mit meinem Kollegen Christian Röhl zusammen auf Echtgeld TV. Herzliche Grüße nach Deutschland oder wo immer ihr uns zuschaut.